Moin Moin, Freunde. Da sind wir wieder beim Nordseegöller, bei mir. Na? Ja, ich möchte heute was Deftiges machen, was eigentlich nicht so zum Wetter passt. Wetter ist ein bisschen warm, ein bisschen sehr warm. Aber ich mache eine serbische Bohnensuppe. Und wie ich das mache, das zeige ich euch nach dem Intro. Freunde, da wären wir. Für die serbische Bohnensuppe brauchen wir geräuchertes Schweinefleisch, ja, Kilo würde ich sagen, 300 Gramm Bauch, Schweinebauch, auch geräuchert, alles gut für den Geschmack, knapp ein Kilo Bohnen, vorgekochte, das hier sind eingelegte, 3 Zwiebeln, egal welche Farbe, 4 Knoblauchzehen, das sind sehr große, sonst 5 kleinere. Tomatenmark, Salz, Pfeffer, Öl zum Anbraten, Lorbeerblätter, Majoran und Paprika. Ja, normalerweise nimmt man dann noch ein bisschen scharfes Paprika, aber wir mögen gar nicht so gerne scharf, dann nehmen wir die Doppelmenge und jede Süße. Und frische Petersilie, nicht zu knapp. Alles klar, das schnibbel ich jetzt und dann sehen wir uns am Dutch Oven. Klar. Kleiner Nachtrag, ich hatte vergessen, wir brauchen noch mindestens 300 ml Rotwein und Paprika. Ich habe hier eine grüne und eine rote. Da wären wir an unserem Dutchofen angekommen. Der fängt an zu räuchern. Darauf füllen wir noch ein bisschen Öl. Wir fangen an, Fleisch anzubraten. Erst das Kasseler Stück. Dann nachher den Bauchspeck. Ja, ich brate das alles mal an und dann hole ich euch wieder dazu. Das sieht auch gut aus, wenn das da oben. Man soll ja geräuchertes Fleisch nicht zu hoch erhitzen wegen dem Salzgehalt da drin. Einfach gehört. So, jetzt den Rest Kassler mit dem Bauchfleisch. Quasi Steaken. So, dann wollen wir mal die Zwiebeln dazu tun. Ich glaube, der Bacon ist weit genug angebraten. Wie gesagt, die Farbe von den Zwiebeln ist egal. Das lassen wir jetzt alles ein bisschen glasig werden und Farbe nehmen. Ja, dann wollen wir das Paprikapulver noch mal ein bisschen mitrösten. Das sind schon alles gute Farbe an hier. 2 Esslöffel, ich glaube, da kann ich den Rest gut. Ja, dann sind das halt 4. Das macht ja nichts. Die Farben passen ja sowieso.
Geschmack ist das eben. Dann können wir gleich noch unser Paprikapulver mit zutun und den Majoran. Hier bleibt ein Teil. Ja, machen wir das. Paprika lässt sich ja gut mitrösten. Majoran nichts mehr zu geben. So. Oh, das Paprika, wo war das? Das duftet. Dann kommen gleich die Paprikas. Der Majoran und Restpaprika kann alles gehören. Und wir gießen das auch gleich auf den Rotwein. Ich bin zwar kein Rotweintrinker, aber den habe ich schon probiert. Der ist richtig lecker. Oh, die Gewürze, der Rotwein. Sagte meine Oma schon. Mit dem Rotwein liegt Barsam sein. Und Duft in der Luft. So. Mit dem Rotwein haben wir alle Bratsätze gelöst. Es ist nichts mehr da. Der Knoblauch ist hier. So. Da kommt der Petromax FT9-Deckel aus der Sonderserie 1910. Zwei Gramm. Meine Frau mir mal gekauft. Und der funktioniert einwandfrei. So, nun werden wir das Ganze ein bisschen köcheln lassen. So, Freunde, dann wollen wir mal zum Verkosten kommen. Das sieht gut aus und riechen tut das auf euer Wohl. Geil. Wie in meiner Kindheit. Freunde, mega. Das schmeckt genau wie aus der Dose.
von vor 30 Jahren, den meine Eltern zubereitet haben. Also. Top. Echt gut. Also, eine klare Nachmachempfehlung meinerseits. Lecker. Wenn ihr auf Eintöpfe steht, richtig gut. Ja. Was soll ich sonst noch zu sagen? Wenn euch das Video gefallen hat, wenn euch mein Essen gefallen hat, dann gebt mir noch einen netten Kommentar. Ne? Denn abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Aktiviert die Glocke. Und gebt mir vielleicht noch einen Daumen hoch. Ne? Ansonsten sehen wir uns nächste Woche bei einem neuen Video. Euer Nordsiegerler Nils.